Ich habe gehört, dass, also ich habe mal wieder so ein Video gesehen von Chris Sieff, der gemeint hat, dass dieser Ferrari hier, der schon EOL ist, oder EOL geht, wie auch immer, dass der hinten 7 Noppen breit ist. Aber das habe ich ja auch schon mal gesagt, als ich den vorgestellt habe. Ich verlinke es euch in die Beschreibung, als ich den zusammen mit dem Lambo vorgestellt habe. Der ist ja auch zusammen mit dem Lambo und also der sieht zumindest von vorne aus wie ein Lambo, von hinten wie ein Ferrari, also irgendwie beides halt. Nur dass der eben von vorne so von hinten auch wie ein Ferrari ausschaut, der halt eben, also der Kollege da von der orangene Lambo da von Lambo hin Ferrari, der sieht halt eben ja ein bisschen komisch aus. Aber ja, soll angeblich auch ein Aston Martin sein. Aber einige Sachen sind hier doch ziemlich identisch, ne? Also die sind beide 7 Noppen breit, aber ich meine natürlich 9 Noppen, denn ich weiß nicht, wovon ich ausgegangen bin. Ich dachte, nach 8 kommt 7, aber das ist ja falsch. Nach 8 kommt der 9. Das ist ja etwas, woran ich gar nicht gedacht habe. Also dieser Solus, wenn der so heißt, diese McLaren Solus, Ding sie da, getonnen davon habe ich da, aber der ist zu groß. Ich will nicht mehr, ich bin durch damit. Den Karton davon, den habe ich irgendwo da verbuddelt, den, da komme ich nicht mehr dran. Also nicht mehr dran. Ja, also ich, wenn ich sage, ich komme nicht mehr dran, dann meine ich, wenn ich komme nicht mehr dran. Außer ich buddel da aus, ich mache dann ganz Karton von leer. Ich muss erstmal über die Hälfte davon freiräumen. Das schaffe ich nicht. Also zumindest nicht in dieser kurzen Zeit. Darum, und ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht machen. Darum reicht es auch so aus. Zu diesem Set habe ich auch schon wieder gemacht. Das ist eine zweite Link in der Beschreibung. Da könnt ihr euch auch nochmal die Vergleiche zum Polybag dazu anschauen. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und also beide sind schon mal von hinten 9 Noppen breit. Der eigentlich eher 10 Noppen. Denn wenn ich jetzt mal. Also kann schon echt gut auf die 10 hinkommen. Oder 11 Noppen sogar ist er breit. Also der ist hinten 11 Noppen breit oder 10, 11 Noppen, irgendwie sowas. Von vorne ist er wirklich nur 9 Noppen breit. Und der Ferrari ist von hinten 9 Noppen breit, aber von vorne 8 Noppen breit. Das liegt einfach nur an diese geniale Bautechnik. Also dieses Auto zu bauen macht echt Spaß, weil da viel mit Kennen gearbeitet werden und eine Menge Zeug passiert, tolle Teile und ja, Aufkleber sind doof, aber für Töchter des Brickhampners ist es genau das Richtige. Sonst, ja, muss jeder für sich selber wissen. Die Drucke zum Beispiel sind ja auch keine ideale Lösung, die ich viel lieber da unten gehabt, dass da unten noch so Scheinwerferchen wären, so kleine, aber das soll rot sein. Das ist braun, das ist so reddish-braun, das ist nicht rot. Aber genauso ist auch das nicht rot, sondern auch dieses reddish-braun. Also die Drucke passt überhaupt nicht zusammen mit dieser Wagenfarbe. Aber ich finde es cool, dass beide so Einsitzer sind. Bei denen konnte man es sogar auch noch aufklappen. Das ist ja echt maximal abgefahren, finde ich. Und hier haben auch so Instrumente in Form von Musik, ich meine in Form vom Aufkleber, ja, und wenn ihr sowas mal wieder seht, greift zu, das ist echt ein geiles Set, das ist echt schön authentisch, also so wie es auch gehört, also so wie in echt, wirklich, und das zu bauen macht doch echt Spaß. Warum da unten jetzt so schwarze Barren sein müssen, weiß ich nicht. Ist einfach so, vielleicht damit da keine nackten Noppen so hohl sind, damit das da auch irgendwie noch sauber ist, damit da eben der Abstand zustande kommen kann.
Und ja, soweit erstmal. Ich finde es echt cool gemacht. Und vor allem auch silberne Auspuffrohre. Wie geil, goldene Felgen. Ja, Speed Champions typisch. Bei McLaren Solos, wenn es so heißt, haben wir hier zwar ein Controller-Lenkrad, nicht mal einen Druck, dass da Instrumente drauf zu sehen wären, nix. Er hat nur ein Lenkrad, so ein schwarz vor sich, das war alles. Keine Instrumente, nix, kein Tacho, nix, gar nix. Und was genau? Hinten finde ich aber wiederum diese Diamantenteile oder diese Dolchteile in Transrad. Dolche sind so Mordwaffen, so ähnlich wie Messer, so, aber halt eben sind eher speziell zum Morden gedacht. Macht es nicht. Das ist was sehr Schlimmes. Einfach nur, damit ihr es wisst. Und die Scheiben von vorne sind auch gedruckt. Ich finde, die passen gut zu den Heckleuchten. Und ja, das ist wiederum leider ein Aufkleber. Das finde ich ist echt cool gemacht, diese Bauweise mit diesem Dachspitzenteil da. Das ist auch ein Aufkleber. Aufkleber, Aufkleber. Das ist ein Druck, aber ja, und aber das sind wiederum Aufkleber, leider. Aber ja, wirst so. Moment. Ach so, habe ich schon gesagt, dass man das am besten nicht anfassen sollte. Fasst es einfach nicht an. Das ist echt kein Spaß. Aber ich finde es echt cool, wie die Schrägen gelöst wurden. Vor allem diese Bricks, die kennen wir ja aus diesem blauen Flieger da oder aus dem Ford Mustang. Da verlinke ich euch jetzt mal nichts, weil ich sonst zu viel verlinken müsste. Und wie schön es ineinander übergeht. Zwar nicht ganz so sauber, aber immerhin finde ich passt das Ganze. Das ist auch ein Aufkleber. Das da ja. Und das ist auch ein Aufkleber, dieses Lob da. Nein, das ist zum Mercedes-Lob. Der ist so beklebt. Mit Auspuff und so ein Ding da, was auch immer das sein soll. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle finde ich das cool anzuschauen. Nicht anfassen. Nicht cool. Echt nicht cool. Das dagegen. Schön stabil. Vorne sollte man es auf keinen Fall anfassen, weil sonst, hui. Das ist echt nicht cool. Und auch da ist ein Mistverglich. Das ist echt nicht, weil es einfach nur so befestigt ist, nur beklebst die ganze Zeit, damit die Schräge auch hinkommt. Aber sonst finde ich, es ist echt schön gemacht. Ja, da fehlen die Kugeln. Da sind Noppen drin. Da kann man sich die Kugeln vorstellen. Da sind die Noppen wenigstens ja noch gebaut. Und ich finde dieses ERL-Set viel cooler einfach. Also da mein Aufkleber. Da mein Aufkleber. Da. Da. Aufkleber, Aufkleber, Aufkleber. Auch ein Aufkleber. Warte. Aufkleber, Aufkleber. Aufkleber, Aufkleber, Aufkleber. Aufkleber, also da ist echt eine Menge an Aufkleber drin. Wie gerade schon gesagt, auch leider die Kontrollen. Die gibt es ja auch bedruckt, das weiß ich ja auch, ne, aber ist nicht. Ich finde es schön, wie der V6 versucht wurde, nachgestellt zu werden. Das finde ich echt schön gemacht. Jo, soweit erstmal. Also tatsächlich ist das nicht das erste 9-Noppen Speed Champion, sondern das ältere Set davon, das EOL-Teil da. Mir schon mal so weit geklärt. Aber soweit erstmal. Morgen. Boah, ich habe jetzt vergessen, was ich morgen machen wollte. Aber ich habe einen festen Plan. Ich muss mich mal kurz umschauen. Moment. Morgen machen wir schon wieder einen lustigen Vergleich. Das wird der vergleichbarste Vergleich aller Zeiten. Will ich mal so sagen. Ich freue mich schon auf morgen.
Ja, bis dann erstmal. Morgen vergleich wie wir vergleichbare Vergleiche, da werden wir viel Spaß haben, da will ich auch noch was zu sagen. Bis dann erstmal. Ciao, freu dich schon drauf.